So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind zurück und ihr seht schon wieder mitten im Schneesturm, denn der Groudon Raid ist da, von dem ich vorhin noch gesprochen habe. Das 2341er Kyogre war übrigens ein 96% mit 15, 15, 13. Jetzt stehen wir hier, in 10 Minuten wird der Raid gemacht. Groudon mitten im Schnee an eine Tischtennisplatte, also die Arena heißt so irgendwie, wenn man da mal drauf drückt. Das Handy wird schon wieder klitschnass. Tischtennisplatte, die haben wir nämlich hier einmal hinter der Hecke. Eine Tischtennisplatte, ein Fußballfeld und hier drüben noch eine Tischtennisplatte. Und wenn ihr euch umschaut, ist das so schön, denn ihr habt die Arena Tischtennisplatte. Ah, ja, eben schon gezeigt, ne? Dann habt ihr hier drüben Volleyballfeld. Dann habt ihr hier drüben, wo das Machomai rumrennt, Fußballfeld. Und hier, wo die Schwalbe sitzt, habt ihr noch ein Minigolf. Ist das nicht herrlich? Och, ist das alles schön, sommerlich, wunderbar. Da mag man doch gleich los und zocken. Mann, das Handy hängt sich schon wieder auf. Ich hab die Nase voll. Wir sind hier, wer sich wundert, was das hier alles ist. Hier ist übrigens die Psychiatrie. Kinder- und Jugendpsychiatrie. Anderes, sonst was dabei. Jetzt möchte ich aber ganz kurz natürlich auf die Liste und euch mal zeigen, wer jetzt dabei ist, wen wir einladen. Ich muss nämlich gucken, dass ich dort wieder wegkomme. Mein Kanal. Community. 26 Raids. Sortiert. Nach Neueste zuerst und laut Neueste zuerst haben wir hier, ach nein, der Schnee macht alles kaputt. So, jetzt sind wir richtig, glaube ich, jetzt sind wir auch bis unten. Was will ich hier mit Yoga, Bruder? Ich will kein Yoga. Ich glaube, ich muss euch das gleich zeigen, es ist einfach zu nass. Ich muss irgendwo hin, wo es nicht so nass ist. Da vorne ist ein Raucherpavillon. Aber wir lassen das einfach mal. Ich steig mal ein und guck mal, wenn es drin nicht so nass ist, ob man dann vielleicht was sieht. Und bis dahin kriege ich das vielleicht auch noch hin. So, jetzt will ich das kurz nochmal abchecken. Kulidita war da, Kentendo, Dr. Lupis, Checker Leonard und Hannes, obwohl alle angenommen haben bis jetzt, außer Checker Leonard. Keine Ahnung warum, ich habe dem auf jeden Fall eine Anfrage hier geschickt und er hat noch nicht angenommen. Dann ging es weiter mit Matrix Go, Genaya, Balboa, Lauro, nochmal Matrix Go, Gabba Gabba und Ruski Vova, wobei Matrix Go auch noch nicht angenommen hat. Jetzt ist es auch schon 14.10 Uhr. Das heißt, ich muss jetzt in den Raid, ich muss jetzt einladen, ich muss jetzt starten. Checker Leonard und Gabba Go waren, wie gesagt, beide noch nicht da. Oh, das ist ja dope, wenn das so gehen würde. Ich mach's mal ein Stück kleiner. So, jetzt wieder ein Stück größer. Vielleicht können wir das so machen, irgendwie, keine Ahnung. Checker Leonard, Matrix Go. Habe ich nicht gesehen jetzt. Keine Ahnung, was bei denen abgeht. So. Wir gehen jetzt auf die Arena natürlich. Laden die Leute ein. Zuerst wieder mit den iPhones, weil die flüssiger sind. Und da natürlich auch die Leute drauf sind, die man einladen muss. Machen wir hier auf. Machen wir hier auf. Punkt, Punkt. Wie gesagt, dadurch, dass sie angenommen haben, habe ich eben einen Punkt gegeben. Also habe die mit einem Punkt beschriftet, dass ich die jetzt einfach und schnell einladen kann. Ich kann auch gerne nochmal gucken. Oh, jetzt! Jetzt hat Checker Leonard angenommen. So. Die eine können wir also jetzt, 14.11 Uhr hat er angenommen, da können wir es noch rausschicken. Bei seinem Kollegen sehe ich leider nichts. Also Matrix Go, obwohl er zweimal seinen Code hingeschrieben hat, sehe ich keine Annahme. Ich habe das extra, ich habe das gepostet, ich habe dann die Anfragen rausgeschickt, dann musste ich noch hierher, jetzt bin ich im Schnee rumgestapft, dass wirklich Zeit vergeht, dass jeder annimmt. Und jetzt eben die Einladungen, die Raid-Einladungen rausgeschickt, nachdem die Freundschaftsanfragen vorhin eben schon alle da waren. Also keine Ahnung, was manchmal los ist, so. Ist natürlich schade, wenn ich zwei Leute dann da annehmen, zwei Leute einladen möchte, die dann nicht da sind und dann den Platz für zwei andere mitnehmen,
weil der Andrang war ja trotzdem groß heute. Oh, ich fühle mich, als würde ich hier auf dem Klo sitzen, keine Ahnung. Die zwei lasse ich jetzt einfach mal hier komplett links liegen, damit spiele ich jetzt nicht, ist zu viel. Ich habe jetzt hier wieder mein IKEA-Tablet aufgebaut, wen das interessiert. So sieht das normalerweise aus, wenn man raidet. Hier ungefähr, hier ist der Finger, so sieht das aus. Und hier kann man dann einfach gemütlich mit zwei Händen und hier drüben mit zwei anderen Händen. Hier der Beifahrer, in dem Fall das Skateboard. Der Beifahrer übernimmt den Rest, ne? Dir geht's auch gut. Und ich packe euch jetzt wieder hier oben hin. Wir sind auch nur 14 von 16, das heißt, die Scheiße. Das heißt, es fehlen trotzdem zwei, keine Ahnung. Optimal wäre es natürlich, wenn 16 da sind. Es sind keine 16 da und ja, schade. Die zwei Plätze hätten auch noch zwei andere Leute nehmen können. Jetzt ist zu spät. Jetzt hauen wir mal drauf. Aber wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Vielleicht kriegt ja trotzdem jemand jetzt ein Shiny. Vielleicht ist ein 100er dabei in der Runde. Keine Ahnung, das erfahre ich erst danach. Und alle, die jetzt bei einem Community-Raid nicht drankommen, wir machen ja trotzdem noch Raids für Zuschauer. Es wird ja sowieso die ganze Zeit gefragt. Vorhin habe ich den Community-Raid gepostet und einer schreibt einfach drunter, wann streamst du? Ich habe einfach gesagt, heute 18 Uhr streame ich. Ich weiß ganz genau, dass derjenige, das den überhaupt gar nicht interessiert, wann ich stream, weil heute die Spotlight-Stunde ist, der wollte einfach nur wissen, wann Raids für Zuschauer sind. Aber er hat ja nur gefragt, wann ich stream. Und das ist ja nicht falsch, wenn ich sage, heute 18 Uhr streame ich. Das streamen wir ja auch. Da ist ja auch die Spotlight-Stunde. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass in der Spotlight-Stunde, wenn ich da sitze und die Spotlight-Stunde spiele, wieder 200 Leute kommen und sagen, wo sind die Codes, wo sind die Codes, wo sind die Codes? Aber das ist das Laster, was man tragen muss. Dabei ist die Woche doch immer gleich aufgeteilt. Montag, Chill mit Ramses, Dienstag, Spotlight-Stunde, Mittwoch, Raid Mania für mich. Donnerstag, Freitag haben wir in letzter Zeit kaum mal Raids gepostet, als das da war, immer mal eine Stunde. Und Samstag, Sonntag komplett dann immer den aktuellen 5er Raid-Boss. Diesmal müssen wir das auch wieder aufteilen. Statt kaum mal könnten wir aber jeweils auch eine Stunde Donnerstag und Freitag machen, eben für Groudon und für Kyokre. Und da muss ich den Thomas nochmal fragen, wie das ist. Kann sogar sein, dass wir heute in der Spotlight-Stunde abends Mega Ampharos-Raids nebenbei hosten. Ist ja auch heute neu da. Noch einen dritten Raid und noch ein drittes Video über Mega Ampharos heute zu machen, wäre Quatsch. Ein Mega Ampharos-Community-Raid wird aber noch folgen. Jetzt drücke ich mal fix die hier durch. Aber vielleicht, wer Bock hat, könnte heute schon mal Mega Ampharos mitmachen. Obwohl dann bei Mega Ampharos alle fragen, ja, kannst du nicht das machen oder das oder jenes. Wir machen das, was wir machen und wer das, was wir machen, mitmachen möchte, der macht halt mit, aber, oh, da 23, 24 auf dem, hier ein Shiny auf dem, das sieht doch nett aus, oder? Zieht euch das mal rein, ich muss so ein Thumbnail wieder basteln, zack, dass das Shiny da drauf ist. Ist aber eigentlich wurscht, jetzt gehe ich die drei hier mal durch. 23.06, dass ihr das auch hier seht, so, guckt, 23.06, 23.26, 23.24, wir können ja das hier einfach austauschen und das Shiny hier hinlegen, dann sieht das noch heftiger aus, ja, so, ein schönes Bild und wir wollen aber wissen, was hat der große Account, das heißt, wir nehmen uns jetzt den großen hier, drücken da mal durch und schauen mal, was der Große hat. Kein Shiny. 23, 25 ist okay. Ist jetzt nichts Besonderes. Nehmen wir natürlich trotzdem mal mit. Da können wir gleich wieder gucken, wie wirft man am besten bei dem. Mir gefällt das mit der Kamera alles aber immer noch nicht. Keine Ahnung, wie ich das am besten hier... Oh. Wir tun die einfach mal. Wir lassen die einfach mal. Wir lassen die jetzt hier stehen. Egal. Das ist... Es ist so schlimm, wenn man das nicht gewohnt ist, im Auto irgendwas zu drehen oder zu machen. Ich bin so gerne draußen und lass mich zuschneiden. Wenn dann aber die Technik versagt und man keine Leute mehr einladen kann, dann bringt das auch nichts, dass man draußen steht. Obwohl ich gerne eigentlich die Umgebung zeige. Ich zeige gerne auch immer die Arenen, an denen ich stehe und wie die in der Wirklichkeit aussehen und ob die überhaupt da sind oder nicht. Und das ist jetzt das, was ich meine, im Gegensatz zu Kyokre vorhin. Kyokre. Die ganze Zeit steht es da und guckt blöd
und greift nicht an. Und dann schwimmt es nach links und schwimmt es nach rechts. Und dann greift es vielleicht irgendwann mal an, aber wirklich, wenn es am Rand ist. Groudon, der ist einfach in der Mitte. Der geht nirgendwo anders hin. Und der ist aggressiv. Der guckt zwar auch doof, aber der greift einfach relativ oft an. Deswegen ist es so viel einfacher und schöner und besser, Groudon zu fangen. Diejenigen, die sich damit überhaupt nicht befassen, die sagen natürlich, Groudon lässt sich voll schlecht fangen, weil der immer zu angreift. Ihr müsst ja auch einfach am Ende des Angriffs werfen, sodass, wenn der Angriff fertig ist, der Ball auftrifft und dann trifft ihr jedes Mal. Bei Kyogre, ihr wartet, ihr werdet dämlich beim Warten und ja, das würde mich zum Beispiel mehr stören. Was ist jetzt hier? Geht auch wieder aus. So, ich zeige euch nochmal hier das Shiny, wie es aussieht. Wir werden das jetzt hier auch gleich mal mit einer gelben Beere fangen. Gelbe Beere fürs gelbe Shiny, da könnt ihr den Ball einfach vorziehen. Legendäre Shinies sind ja immer im ersten Ball direkt drin, insofern ihr trefft. Also, nehmt ruhig gelbe Beeren, dass ihr da mehr Bonbons dafür bekommt. Wunderbar, 3 Stück, 6 Stück. Eben bei dem anderen gab es sogar einen XL-Bonbon. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ich gurke jetzt heim, die anderen nehme ich alle mit. Ich könnte vielleicht noch einen mega einfaches Raid heute hosten. Aber es sind 2 Videos, heute Abend die Spotlight-Stunde. Ich spreche mich lieber mit dem Thomas mal ab, ob das jetzt nun geplant ist, dass wir Mega Ampharos Raids heute Abend hosten. Raids für Zuschauer mit Mega Ampharos während der Dingsstunde oder auch nicht. Auf jeden Fall kommt heute Knilz und gönnt euch Knilz. Das ist zwar nicht shiny, aber wir wissen ja nun alle, dass der Sternenstaub erhöht wurde. Für ein normales Knilz gibt es nun 500 Sternenstaub. Das heißt, mit Sternenstück gibt es 750 Sternenstaub für ein Knilz und alles sitzt voll mit Knilz. Also macht eine Stunde lang, farmt Knilz, macht Sternstücke an, sonst was hin und her. Alle haben gesagt, Knilz ist ja voll scheiße, voll dämlich, brauche ich gar nicht zocken. Aber der Bonussitz, da das erhöht wurde, der haut auf jeden Fall rein. Das war es auf meiner Seite, von meiner Seite aus. Was habe ich denn überhaupt gemacht? Ich habe das Handy einfach weggelegt, das nimmt bestimmt immer noch weiter auf. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.